Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive, heute hier im Part Nummer 6. Und wir sind hier immer noch in der Vorbereitung im letzten Part. Habt ihr den 4:1 Erfolg gesehen unserer Gladbacher Borussia? Gegen Alemannia Aachen war ein wirklich ordentliches, schönes Spiel. Haben da noch zwei Neuzugänge mit Tobias Levels und dem guten Dominik Strohengel bekommen, der auch gleich schon sein erstes Premierentor für uns gegeben hat. Und ich möchte mich erstmal noch bei euch entschuldigen für die Überlänge der letzten Folge, aber daran müsst ihr euch in Zukunft gewöhnen, weil der Football Manager 2015 ist sehr viel detailgetreuter als der Fußballmanager von EA und dadurch dauert es alles auch ein bisschen länger. Ihr seht es ja, ich habe eine riesige Datenbank mit über 77 Ländern und es dauert natürlich auch, bis es geladen ist und von daher müsst ihr euch da einfach dran gewöhnen. Und erstmal möchte ich mich dann auch noch bei euch bedanken, mal wieder für eure Vorschläge, die ihr mir unter das letzte Video gegeben habt, also am heutigen Tage. Und da würde ich sagen, schauen wir auch gleich mal drauf. Sind nämlich mal wieder schöne Vorschläge reingekommen von MoneyBlasterXD. Erstmal liebe Grüße an dich. Sind eigentlich recht ordentliche Mannen mit dabei. Zum einen Patrick Rakowski vom Club vom 1. FC Nürnberg. Wäre laut seiner Meinung ein guter Ersatzkeeper für den guten Jan Sommer dann, wenn er denn wieder zurückgekehrt ist von seinem Urlaub. Ich hoffe, er kommt bald wieder, weil er ist auf jeden Fall einer, der absolut wichtig wird, weil wir haben es in der Vorbereitung gesehen, dass der gute Christopher Heimeroth schon einige Male hinter sich greifen musste. Und zum anderen kam dann der Vorschlag noch von Kevin Vogt, der Ex-Bochumer und jetziger Kölner. Aber das ist ein Vorschlag, MoneyBlaster, den hättest du dir sparen sollen. Weil du siehst es hier, 1. FC Köln, nach dem, was ja in der letzten Woche passiert ist, in der Bundesliga-Partie, Gladbach-Köln ist Derby, dann ist es so eine Sache, das sind Rivalen, und von einem Rivalen einen Spieler zu verpflichten, das ist nicht gerade suboptimal, aber wir können eine Anfrage machen, aber ich denke mal nicht, dass wir da überhaupt eine Chance bekommen werden, ihn zu holen. Weil, wie gesagt, der Spieler kommt vom absoluten Dauerrivalen 1. FC Köln. Und der nächste Vorschlag, den habe ich schon bei mir in der Liste. Bilal Ulcik vom FC Twente Enschede. Den habe ich schon auf meiner Auswahlliste, wie du hier sehen kannst. Weil ich natürlich auch weiß, dass der Spieler was sein kann. So talentmäßig. Und du hast es ja auch hier beschrieben als Nachwuchsspieler. Und da würde ich erstmal sagen, vielen Dank dir für deine Vorschläge. Wie gesagt, ich nehme jeden Vorschlag hier an und gucke nach den Spielern. Und der kam jetzt auch rein, Simone Skuffert vom lieben Florian Patschonik mal wieder. Vielen Dank dafür. Und ihm werden wir mal ein Interesse bekunden zur Laie. Ob das klappt, weil er ist ja ein absolutes Talent. Angebot machen ist vielleicht jetzt noch ein bisschen zu früh. Aber eine Anfrage starten. 2,2 Millionen wäre das erste Angebot. Wir haben noch 2,5 Millionen, die möglicherweise bald ausgeschöpft werden. Aber jetzt hier Interesse zufolge an Skuffert interessiert. Das hängt von Andreas Dramaccioni ab. Der Name war ja mal bei Inter Mailand Trainer. Andreas Dramaccioni. Da hat es ja leider nicht geklappt. So, er ist ein guter Spieler und wäre eine Verstärkung für unsere Mannschaft. Ich versuche den Kader zu verstärken, bla bla blub, das kennen wir ja schon. Und wie ich gesehen habe, funktioniert bei euch dann auch endlich die Maus, also damit ihr auch meine Maus sehen könnt. Zambranos Transfer von Frankfurt zu Gladbach verschieben. Da ist jetzt schon mal das erste Problem da. Raphaels Suche nach Ersatzspieler aktualisiert. Und da haben wir einige wirklich gute Vorschläge.
Zum einen Rasmus Falk von Odense. Setzen wir mal auf die Liste. Dann Ferhan Hasani, der Ex-Wolfsburger hier bei Brøndby mittlerweile unter Vertrag. Nikolai Thomsen. Also wir sehen lauter Skandinavier. Kusaka besteigt heißen Stuhl bei Hatsiochi Tikire. Und den Transfer hier verschieben. Transfer um eine Woche verschieben. Möglicherweise können wir das erstmal um eine Woche verschieben. Ist natürlich blöd, aber wir müssen gucken. Und dann bin ich sowieso noch am Überlegen, wie wir das Ganze machen. Hier sehen wir die ganzen Anfragen der Spieler jetzt zum Beispiel. Und da wollte ich jetzt mal hier gucken, ob es irgendwelche Spieler gibt, die ich denn abgeben würde, weil sie nicht das Zeug zur Gladbacher Borussia haben. Aber ich denke, wir sind mit dem Kader momentan eigentlich recht ordentlich aufgestellt. Vor allem dann, wenn unsere Spieler zurückkommen, wie jetzt Christoph Kramer oder aber auch Jan Sommer. Irgendwann mal wird der Urlaub ja auch vorbei sein. Und dann kann es ja wirklich losgehen. Aber jetzt haben wir dann gleich noch das absolute Topspiel vor der Brust gegen Juventus Turin, gegen den Rekordmeister der Serie A. Und das können wir eigentlich als guter Titel für die Folge nehmen. Der erste große Härtetest. So, Trainersitzung. Manfred Steffes möchte Sie daran erinnern, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, eine Mitarbeitersitzung abzuhalten. Die letzte fand am Mittwoch, 2. Juli statt. Ihr Personal hätte einige Informationen für Sie bereit und hofft, dass Sie die Zeit finden, in naher Zukunft eine Trainersitzung einzuberufen, und die werden wir auch jetzt abhalten. Mario Vossen ist der Meinung, dass Sie erwägen sollten, ihn nach Brasilien zu schicken, um einen Eindruck über dortige Spieler zu erhalten. Wenn er das gerne möchte, dann darf er jetzt auch gerne verreisen, unser Chef-Scout, warum nicht? Martin Kompalla auf die Transferliste. Er hat nicht das Niveau, um der Mannschaft zu nutzen. Okay, gerne. So, dem geben wir statt. Thompson serviert Lille kalt ab. Okay. Da hat sich ein Wechsel zu Lille zerschlagen. Gescheitert ist das Ganze an Gehalt, Auflaufprämie, Handgeld und Gehaltserhöhung. Basel-Verhandlung über Cher. Sodale. Schalke 04 lehnt Angebot für Wellenreuther ab. Den habe ich gestern Abend nach dem Champions League-Spiel jetzt nochmal dazu genommen, weil er mir wirklich gefallen hat. So, Köln lehnt Angebot für Kevin Vogt ab, aber das war schon klar, das hatte ich ja schon angekündigt, dass das so kommen wird. Zukunft Rakowski bei Nürnberg nach Zwist mit Valerian Ismail unsicher. Okay, alles klar. Basel lehnt das Angebot für Derlis Gonzalez ab. Der hat mir gestern auch ganz gut gefallen in der Champions League bei der Begegnung Basel gegen Porto, das 1:1, was ganz interessant war, das Spiel. So, Zukunft Bilal Ulcik unsicher. Man wird es ja sehen. Scout-Bericht über Juventus Turin. Und Spielvorbereitung ist in dieser Hinsicht auf die Abwehrarbeit. Häufigste Formation 4-3-1-2 eng. Ist auch die erfolgreichste Formation am anfälligsten gegen 4-4-2. Normalerweise würde man das sagen, okay, man stellt auf ein 4-4-2 um. Aber mit dem System sind wir relativ schlecht unterwegs. Ich glaube, 5 Tore, 4 Gegentreffer. Und es das heißt, sagt ja schon alles. So, sehen hier Testspielerteam 1-1, 2:4. Also scheinen hier einige Spiele wieder stattgefunden zu haben. Und wir haben es dann auch gleich geschafft hier zum Spiel gegen Juventus Turin. Gladbach 2 Auswahl zusammenstellen für die kommende Saison für die Regionalliga West. Machen wir mal eine automatische Auswahl und schicken den Kader dafür mal ab.
Die MLS All-Star-Kader wurde bekannt gegeben für das Testspiel gegen Newcastle United. Der Trainer Mark Watson, die Torhüter Nick Remando und Reiss Mboli, ein wirklich guter Torhüter, hat man gesehen bei der WM 2014 bei den Algeriern, die ja wirklich stark waren, Deutschland beinahe schon ausgeschaltet hätten im Achtelfinale. Aber so weit ist es ja nicht gekommen. Die Deutschen wurden ja Weltmeister dann auch. Dann als Verteidiger Liam Ridgewell, Samuel Nkum, der Ex-Basler, Carlos Valdes, Matt Bessler, Omar Gonzalez, der Ex-Nürnberger, war ja mal eine kurze Zeit in Nürnberg, hat sich dann aber den Kreuzbandriss zugezogen und ist dann nach Amerika zurückgekehrt. DeMarcus Beasley, DeAndrew Lettlin, ein wirklich gutes Talent von den Tottenham Hotspur. José Gonçalves im Mittelfeld, unser Ex-Gladbacher Michael Bradley, Osvaldo Alonso, Ignacio Piatti, Clint Dempsey, der ehemalige Premier League-Akteur, unter anderem beim FC Fulham, Tim Cahill und Kyle Bakerman. Und im Sturm Landon Donovan, der Ex-Leverkusener und Ex-Münchener, Jermaine Defoe, der Ex-Tottenham-Akteur, mittlerweile wieder in der Premier League unterwegs, Obafemi Martins, der Ex-Wolfsburger, Robbie Keane, ehemaliger Spurs-Akteur, Wondolowski und die ewige Arsenal-Legende Thierry Henry, der auch mal bei Juventus gespielt hat früher. Mannschaftsprämie festlegen. Der Spielervertreter hat sie aufgefordert, über die Mannschaftssiegprämie in der Bundesliga und anderen Wettbewerben für diese Saison zu entscheiden. Jede Reduzierung oder Erhöhung der Siegprämien würde das Transferbudget entsprechend erhöhen bzw. verringern. Das Transferbudget liegt derzeit bei 2,5 Millionen und würde bei den vorgegebenen Prämienvereinbarungen 2,5 Millionen betragen. Sollte das Team keinen Wettbewerb gewinnen, wird der Erfolgsbonus abhängig von der Endplatzierung heruntergebrochen. So, mal gucken, was können wir denn hier machen? Also ich würde da eigentlich schon auf normal lassen. Von daher befestigen oder bestätigen. Skybet gibt Bundesliga-Meisterschaftsquoten aus. Der FC Bayern wurde mit einer Quote von 2,0 zum Favoriten erklärt, in dieser Saison den Titel in der Bundesliga zu gewinnen. Die anderen Favoriten sind Dortmund 3 zu 1, Schalke 16 zu 1, Leverkusen 20 zu 1, Wolfsburg 40 zu 1 und Gladbach ebenfalls 40 zu 1. Mit Wettquoten von 40 minus 1 sind die Buchmacher nicht der Meinung, dass sie eine reelle Chance auf den Titelgewinn haben. Ein Platz im oberen Mittelfeld sieht man als Grenze des Machbaren. Okay. Aber man kennt es ja bei den Buchmachern, dass man relativ schlecht bewertet wird, aber komischerweise dann irgendwann mal dann auch einen Erfolg hat. Wir sehen hier Hazard mit Rückschlag in Saisonvorbereitung. Müsste aber der Kilian Hazard sein. Nicht unserer. Wenn es nämlich unserer ist, dann herzlichen Glückwunsch. Weil dann haben wir wirklich ein Problem. Und ich hol mal kurz mein Handy, ob vielleicht möglicherweise dann doch noch ein oder anderer Kommentar noch gefallen ist, den ich dann hier noch reinnehmen könnte. Aber es sieht im Moment nicht danach aus. So, Portens medizinischer Bericht über Thorgan Hazard, es war tatsächlich unserer Mann. Chefphysiotherapeut Stefan Porten berichtet, dass der offensive Mittelfeldspieler Thorgan Hazard bei einem schnellen Täuschungsmanöver eine Knöchelverstauchung erlitten hat. Und es fällt jetzt 4 Wochen aus. Das ist doch ein schlechter Witz hier. 4 Wochen. Ist natürlich bitter, aber naja, passiert eben. Leihgeschäft beenden, nein. Der wird weiterhin da bleiben. Wird eine mögliche Stütze bei uns sein, wie gesagt. So, Major League Soccer Spieleranalyse zu dem Spiel, was ja, glaube ich, kürzlich stattgefunden hat. So, Jönnefried besteigt den heißen Stuhl bei Strom Gottset, bei dem Club, wo Martin Ødegaard spielt oder gespielt hat, mittlerweile bei Real Madrid. Hier ist er, glaube ich, noch da. Da ist er nämlich, Martin Ødegaard. Hat hier noch kein Bild drin. Ich setze ihn mal bei uns mal auf die Liste drauf. Und starten mal eine Anfrage. Das wäre natürlich ein absolutes Top-Talent.
Einfacher Sieg für Ode Levante gegen Al-Ahli Kairo. So, in Österreich geht's dann los, glaube ich, mit dem ersten Spieltag. Rapid Wien gegen Magna Wiener Neustadt, Sturm Graz gegen Admira Wackermödling, Wolfsberger AC gegen Austria Wien, Red Bull Salzburg gegen SV Ried und SC Rheindorf-Altach gegen Grödig. Und ich möchte mich erstmal noch bei euch bedanken für die ganze Resonanz, die ihr mir so gegeben habt, mittlerweile für das Projekt. So, das Interesse an Zimmermann scheint groß zu sein, weil viele Vereine, darunter Heidenheim und Sandhausen, nach dem Spiel Ausschau halten. Und 25.000, ist 240.000 wert. Und wenn ich hier jetzt schon wieder diese Raten sehe, da wird's mir komisch im Magen. Weil ich möchte hier, wenn überhaupt, dann auch das Geld hier sofort sehen. Zwar läuft der Vertrag erst am Ende der Saison aus, aber wenn ich schon die 240.000 Euro hier bekommen kann, dann möchte ich diese auch. Und der Zweitligist sollte das zahlen. Druck auf Besnikasi, Tielemans forciert dessen Abgang von Anderlecht. Okay, interessante Informationen, die wir hier bekommen. Und dann gehen wir dann gleich rein mit dem Heimspiel bei uns im Borussia Park gegen Juventus Turin. Gegen den italienischen Rekordmeister. Es wird sehr, sehr happig werden. Ein sehr schweres Spiel, was uns da bevorsteht. Von daher bin ich mal gespannt. Sehen Sie, torlose Hanke bereitet Renier Sorgen, unser Ex-Mann. Finde ich auch ganz interessant, wenn man die Spieler in die Auswahlliste nimmt, dass man hier dann auch die Informationen zu denen bekommt. So, Mannschaft. Nee, ist der falsche Griff. Ja, irgendwo ist es Taktik. So, müssen wir uns um den Verletzten kümmern. Branimir Hirgota kann dann dafür auf die Bank mit. Und dann nehmen wir hier Thorgan Hazard leider runter. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass uns da der Topmann fehlt. Aber so ist es halt im Fußball. Man kann sich auch mal verletzen. Hofft man halt mal, dass er in der Saison dann die Möglichkeit noch hat, für uns dann aufzulaufen. Wird dann wahrscheinlich erst soweit sein, wenn wir dann in die Saison reingehen. Raphael nur auf der Bank. Nee, er wird auf jeden Fall hier auflaufen. Mal gucken, wie wir das dann jetzt hier einstellen. Nummer 10, das ist klar. Flügelspieler, Flügelspieler, Stoßstürmer, das passt soweit. Ballspielender Verteidiger Toni Janschke. Er ist einfach ein Innenverteidiger. So. Und Dominguez Vorstopper, der ja jetzt zuletzt Kapitän war. Da muss ich dann auch mal reingehen, weil wir sehen es hier von der Führung her. Es ist eigentlich Martin Stranzl, dann Levels, dann Dominguez, okay. Aber eigentlich muss es ein erfahrener Mann machen. Und bei uns wäre das eigentlich in dem Fall Heimerroth, weil er der Älteste auf dem Platz ist. Oh, doch nicht so. Stranzl im Tor, das wäre eine Katastrophe. Wenn das passiert, dann können wir zweistellig verlieren. Wo ist er denn, Heimerroth? Da ist er doch. Wieder zurück in dein Tor. So, und ihn nehmen wir da natürlich wieder raus. Wollte den eigentlich nur bei den Kapitänen nach oben verschieben, damit er das hier machen kann. So, mal gucken. So wäre das dann theoretisch möglich. So, dann haben wir das soweit eingestellt. Dann geht's jetzt in die Spielvorschau und dann gehen wir auch gleich schon rein ins Spiel. Etwas früher heute sehen hier die Aufstellung von Juventus Turin. Die spielen mit einem 5-3-2. Buffon im Tor, dann eine Dreier-Abwehrkette.
Mit Ogbonna, Bonucci und Chiellini, auf der rechten Seite Lichtsteiner, auf der linken Kwando Asamoah, im Mittelfeld Luca Marone, Arturo Vidal und Marquisio und im Sturm Chiovinco und Carlos Tevez. Bei uns seht ihr ja unsere Mannschaft. Wir behalten das hier strikt auf jeden Fall. Ausgeglichene Philosophie, ich würde mal sagen, dynamisch gehen wir da rein. Mental Kontrolle, nee, wir versuchen sie erstmal auf Standard. 4-2-3-1 ist unsere Taktik. Anweisungen sind 5 vorgegeben, Vertrautheit ist passabel. Und ich würde mal sagen, wir brauchen einen erfahrenen Mann auf der 6, deswegen wird Torben Marx hier starten. Und sonst können wir eigentlich mit der Mannschaft reingehen. Die hat es eigentlich recht gut gemacht. Die sind noch ganz ordentlich fit, wie es aussieht. Von daher gehen wir rein, bereit zum Spiel? Ja, natürlich. Wird erstmal berechnet. Die Spieler machen sich gerade warm, bitten bitte einen Moment Geduld. Da sehen wir auf der rechten Seite die weiteren Partien. Mordovia gegen Boca Juniors, Torpedo Moskau gegen Metalist Kharkov, Ural gegen Panathinaikos. Fürth hat ein Spiel bei Neumo. Sonst sehe ich hier noch Heidenheim mit einem Spiel bei Chiasso an der italienischen Grenze. Hoffenheim mit einem Spiel gegen Delémont. Der HSV zu Gast in Lyon, in der Stadt, wo die UEFA, glaubt, zu Hause ist auch. Wo zumindest Auslosungen stattfinden. Augsburg mit einem Spiel gegen JF Juventus. Gucken wir ja gerne mal rauf, was so die Bundesliga-Kollegen so machen. Sehen Sie, ich sehe Juventus Turin als Sieger im Vergleich beider Aufstellungen. Sehe ich bei Juve klangvollere Namen als bei Gladbach und ich erwarte, dass sich diese Qualität im Spiel durchsetzen wird. Die Abwesenheit von Thorgan Hazard, Fabian Johnson und Christoph Kramer wird eine enorme Schwächung für Gladbach sein. Wir werden es sehen, der derzeitige Trainer Sinkmido von YouTube kam im Juli 2014 und ist seit 3 Wochen bereits tätig, genauso wie Massimiliano Allegri. Bei uns Schlüsselspieler Harvard Nordfight, beim Gegner Carlos Tevez. So, jetzt sehen wir hier die beiden Aufstellungen der jeweiligen Mannschaften. Sehen hier Pogba unter anderem nur auf der Bank, genauso wie Lorente. So, dann gehen wir hier rein. Wenn wir Arturo Vidal hier zwingen auf den schwachen Fuß. Eigentlich müsste man da mehrere Leute zwingen. Weil das ist eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft, wenn man da nicht aufpasst. Kann das hier eigentlich schnell mal vorbei sein. Hier sollte man auf jeden Fall immer da sein bei Carlos Tevez, weil er ist wirklich gefährlich. Und wir sehen jetzt nicht Chiovinco, wie vorher angekündigt, sondern hier Richmond Boachi. So, Pressing, nee, Tackling. Versuch mal immer leicht dran zu gehen und wenn möglich auf den schwachen Fuß. Damit da wie gesagt nichts passiert. Gehen dann weiter zur Teamansprache. Sagen Sie den Spielern, sie sollen rausgehen und versuchen Eindruck auf den Gegner zu machen. Das werden wir versuchen. Reden dann auch nochmal ganz persönlich mit unseren Spielern. So, ich möchte, dass sie eine saubere Leistung in der Defensive abgibt. Im Mittelfeld und bestimmt im Sturm. Zeigen Sie mir, warum Sie im Team stehen wollen. So. Zeigen Sie mir, warum Sie im Team stehen sollen. Ich möchte, dass Sie einige Tore bescheren. Da passt nichts. Und dann gehen wir rein in die Partie. Bei uns hier im Bökelberg Juventus Turin in Grün. Wir in unseren traditionellen Jerseys sehen hier Arturo Vidal mit der ersten Möglichkeit. Und das heißt dann Einwurf für Chiellini. So, und das 1:0 für Juventus Turin durch Quattro Asamoah in der ersten Minute. Hier sehen wir es in der Wiederholung.
Das sahen wir nicht gut aus. Kopfball hier, Heimer Roth war zwar dran, aber der Ball ist dennoch im Tor. So. Traoré auf Oskar Wendt. Traoré am Ball auf Raphael. Auf Nordfeld, auf Korb, auf Hermann. Hermann mit der Flanke, aber dort stand niemand. So, Richmond Boachi. Oh, Gottes Willen. Fast ist 2:0. Aber Richmond Boachi stand da im Abseits. Tevez auf Lichtsteiner. Morone auf Tevez, auf Boachi. Glanzparade jetzt hier von Heimeroth. Und Tevez mit der Ecke. Aber dieses Mal Heimeroth ohne Probleme. Arturo Vidal auf Lichtsteiner, auf Carlos Tevez. Tevez auf Vidal. Abgeblockt. Tevez ist alleine durch, lässt sich fallen, aber kein Foulspiel. Und ich muss mich für die FPS-Einbrüche entschuldigen. Da scheint wohl ein bisschen was im Argen zu sein. Aber es kommt natürlich vor. Soderle, Änderungen durchführen, Änderungen durchführen. Nächste Änderung. Und fast die Chance hier für Juventus. Strohengel lässt sich da einfach fallen. Der Konter über Richmond Boachi. Auf Tevez. Aber Heimeroth war zur Stelle. Asamoah mit der Ecke. Carlos Tevez. Wird gedeckelt. Traoré zur Stelle. Aber der Ball fand keinen Abnehmer. Marquisio auf Tevez. So sah alles ganz einfach aus. Und es gibt die Ecke für Juventus, Asamoah. Ogbonna am Ball auf Lichtsteiner. Lichtsteiner abgefälscht, es gibt den Einwurf. Und die erneute Ecke. Ogbonna über den Kasten. So, Lichtsteiner auf Tevez, auf Vidal, auf Marquisio, auf Morone. Und fast ist 2:0. So, Strohengel mit bisschen Aufregung spielt den Balance aus. Traoré auf Raphael. Marquisio auf Morone. Auf Boachi. Boachi auf Tevez. Tevez abgefälscht. Also das Spiel geht nur auf eine Seite. Strohengel. Auf Traoré. Traoré mit der Flanke und der Ausgleich. Strohengel. 37. Spielminute. Schönes Tor da von ihm. Schöne Direktabnahme, schöne Vorlage von Traoré. Und entschuldige, dass ich nicht so euphorisch schnupfe. Das liegt daran, dass ich immer noch erkältet bin. Hier mein bestes Versuche für euch. Seni Asamoah auf Marona Boachi Tevez. Neben den Kasten. Heimeroth mit dem Ball nach vorne. Raphael alleine. Aber Buffon mit der Parade. Und Halbzeit. 1:1 hier gegen Juventus Turin. Das sieht doch wirklich ordentlich aus. Wir sind am Rande einer Sensation hier. So, darf er gerne machen. Oh Mann. Janschke schien abzuschalten. Mal gucken, ob ich das hier bei ihm noch anders noch hinkrieg. So, haben wir das weggekriegt? Nee, schade nicht. Zeigt, eure Arbeit hat mich wirklich beeindruckt. Das sagt man jetzt mal. So, das sagt man auch zu denen hier und sagt das zu unseren Stürmern. So, und dann können wir hier reingehen. Zweite Hälfte erstmal ohne Wechsel. Hier sehen wir unser Stadion mal von außen, hier mit dem Anstoß. So, Oskar Wendt.
wird da umgelegt, Foul von Lichtsteiner. Und Jove, Lichtsteiner auf Tevez, er mit der 2:1 Führung. Da haben wir jetzt nicht aufgepasst. Lichtsteiner. Mit dem Ball nach innen, Tevez stand genau richtig, 2:1 die Führung. Unheimer, Rot war zur Stelle, nächste Ecke. Unheimer Rot dieses Mal zur Stelle. Bonucci zurück auf Buffon. Buffon auf Ogbonna. Marquisio auf Vidal. Wieder Marquisio. Auf Quattro Asamoah, Richmond Boachi auf Tevez. Unheimer Rot zur Stelle. Asamoah mit der Ecke. Chiellini über den Kasten, nächste Ecke. Und Hermann kann erklären. Hektische Phase hier zu Beginn der zweiten Hälfte. Und Tevez wieder am Ball. Auf Vidal, auf Pogba, der eingewechselt wurde. Und Timer Rot mit einer Parade. Abseitsstellung hier von Dominik Strohengel. So, Raphael kann sich den Ball erkämpfen auf Strohengel, auf Raphael. Er lässt sich da fallen. Und der Konter hier über Tevez. Aber wir können da klären. Das sieht im Moment echt nicht gut aus für unsere Mannschaft. Und ich muss jetzt auch bald aufpassen, sonst ist mir bald bei mir die Stimme weg. Und wenn die weg ist, dann Prost Mahlzeit. Dann kann ich jetzt für die nächsten Tage erstmal nichts aufnehmen. Und das wäre gar nichts. Weil ich möchte schon, dass ihr auf jeden Fall mit Videos versorgt seid. So, mal gucken. Machen wir hier doch noch ein bisschen was rückgängig. Tobias Levels wird nämlich spielen für Oscar Wendt hinten. Dann Philipp Dahms auf die andere Seite. Rohl Brauers für die Innenverteidigung. Hier für Alvaro Dominguez für den Torschützen zum 4:1 gegen Aachen. Dann werden wir hier auch wechseln. Kruse kommt in den Sturm. Da bin ich heute schon überzeugt davon, dass er das hinkriegt. Und dann für die linke Seite André Hahn. So, mal schauen, ob wir mit den Wechseln hier noch was ändern können. Vielleicht noch ein Unentschieden. So, Boachi muss raus. Tevez auf Asamoah. Und da konnten wir klären. Kruse am Ball. Oh, das war gar nichts. Chiellini auf Vidal, auf Marquisio, auf Pogba. Auf Asamoah. Asamoah auf Pogba, auf Vidal. Auf Marquisio, auf Giovinco. Auf Tevez, auf Asamoah und es 3:1 für Juventus, Paul Pogba, 68. Also man zieht hier die Spitzenmannschaft, wer dies im Augenblick ist. Und die kommen aus Turin. Raphael mit dem Freistoß in die Mauer. Brauers nach innen. Aber es war leider nicht gefährlich hier. Jetzt passiert hier rein gar nichts. Und wir gehen noch rein für die letzten Wechsel hier. So, nehmen jetzt mal den guten Raphael raus für heute. Dahut darf noch rein, Zimmermann darf noch rein. Und Marvin Schulz. Dann haben wir alles soweit durchgewechselt. Stellen dann hier auf totale Defensive um, damit wir nicht noch mehr auf die Klatsche bekommen. Hier Gotha mit dem Ball nach vorne, aber da stand natürlich mal niemand. Quattro Asamoah auf Zimmermann, Dahms auf Hermann, auf Hier Gotha,
wird jetzt gelegt, es gibt nicht mal Hahn. Oh Mann, oh, es hätte es besser machen können. Caceres auf Pereira. Chiovinco hätte es auch besser machen können. So, Storari jetzt noch rein für Buffon. Und levelt sie nochmal mit dem Ball nach vorne auf Zimmermann. Auf Dahoud für Rota, auf Hahn. Auf Levels, Levels auf Hahn. Auf für Rota und wir haben die Ecke noch. Letzte Aktion, Gruse mit der Ecke. Und hier Rota erstmal ins Aus. Und Schlusspfiff. Wir unterliegen hier am Ende mit 1:3 gegen Juventus Turin. Und es war jetzt halt am Ende eine Enttäuschung. So, zum Glück war das nur ein Freundschaftsspiel. Nee. So, ich bin zufrieden mit dem, was ich heute von euch gesehen habe. Das Ergebnis fiel zwar anders aus als gedacht, aber eure Leistung war gut und das ist alles, was in der Vorbereitung zählt. So, und dann können wir hier auch weitergehen in der Spieltaganalyse. Sehen Sie hier Strohengel mit unserem Tor, das zweite Tor in Folge für ihn. Ich habe heute einen Auswärtssieg prophezeit und den hat Juventus auch erspielt. Über den Sieg im Gepäck können sich die Fans von Juventus wirklich freuen. Wir haben halt, wie gesagt, keine Chance, aber das war von Anfang an klar. Weil wir einfach noch nicht so weit sind wie Juventus Turin. Dafür fehlen uns auch noch die Spieler, die aktuell ja noch im Urlaub sind und hoffentlich bald zurückkommen. Würde mich nämlich freuen. Und wir sehen es hier, in knapp einer Woche steht dann das nächste Freundschaftsspiel an gegen PSV Eindhoven. Und jetzt haben wir erstmal 15 Nachrichten. Erster Spieltag hier in der Nihon League in der Serie A. Bradley gut in Form für Toronto. Und so weiter. In der österreichischen Bundesliga hat es angefangen. Stindl unterschreibt neuen Vertrag bei Hannover 96, wie Jahresvertrag, dem 8,75 Millionen einbringt. Scouting-Update hier von ihm. So, Region auslassen, Land auslassen, nee. Dürft ihr euch weitergucken, Hangzhou stellt eine neue Rekordsiegeserie auf in der CSL. Bergström, Veteran hier, stellt einen Rekord als ältester als Wendkantorschütze auf. Mit 40 Jahren und 192 Tagen. So, Gladbach kehrt aus Trainingslager Nordrhein-Westfalen zurück. Der Trainerstab schätzt die Harmonie, wie sie sich während des Trainingslagers in der Mannschaft entwickelte. Vorsichtig optimistisch sein, der Vorstand von Gladbach schätzt die kompletten Kosten auf 80.000. Das geht ja. Bertolucci bietet Matthäus an. So, Schuld stellen wir ab. So, die können wir als verfügbar deklarieren. Mal gucken, Spielpraxis brauchen sie beide, dann dürfen sie ruhig 90 Minuten ran. So, und der Transfermarkt in der ägyptischen Premier League hat geöffnet. Und dann sehen wir hier das Ganze in der Überblickssicht und dann können wir hier auch noch ein Stück weitergehen, würde ich sagen. Zwar nur ein kleines Stück vorwärts, aber immerhin ein Stückchen. So, haben wir noch eine Nachricht? Möglicherweise noch einen Vorschlag oder irgendwas? Nee, sieht aktuell nicht danach aus. Dann wird es wieder auf die morgige Folge geschoben. Wieder 18 Nachrichten, natürlich wieder Update der Ligen. Tschechiens Kader wurde bekannt gegeben. Der deutsche Torhüter Patrick Rakowski, der für Tschechien spielberechtigt ist, steht auf der Meldeliste und könnte so zu seinem ersten Einsatz kommen. Den hat man ja, wie gesagt, hier versucht, ein Angebot zu unterbreiten. Also ich würde ihm gern ein Angebot machen, aber auf Leihbasis. Aber ihr seht's hier, monatlicher Beitrag wäre da 750.000. Und das ist nicht zu machen. Hamdi wurde statt Matip ins Kader berufen. 6 Spieler für ihr Land berufen. Länderspielpause 26. Juli bis 30. Juli. Ibrahima Traoré, Fabian Johnson, Oskar Wendt, Branimir Hogota,
Und für die Schweiz Jan Sommer und Schaka. Na, ausgerechnet schon wieder. Skofit bleibt, wo er ist. Okay, da haben wir keine Möglichkeit. So, Stromgusset-Verhandlung über Ødegaard. Und unsere zweite gewinnt 4 zu 1 gegen Ravenna. Ist doch nicht schlecht. Stromgusset-Verhandlung über Ødegaard. 2,5 Millionen, den hatte ich schon mal günstiger, als ich den versucht habe, beim VfB Stuttgart ein Angebot zu machen, als ich das Ganze hier getestet habe. Ob das Ganze hier auch funktioniert. Und dann gehen wir hier noch, glaub, ein Tag oder zwei, ja, ich glaube, ein, zwei Tage gehen wir hier noch vor. Damit wir es dann nicht mehr so weit haben bis zur nächsten Partie. So, noch zwei Nachrichten. Unsere U19 gewinnt 3 zu 0 gegen Habenhausen. Und die Übersicht hier der Serie A in Brasilien. Und dann würde ich sagen, machen wir das hier jetzt noch. Drei News jetzt noch, die gucken wir uns an. Anpfiff in der Superliga, Tipea-Ligenübersicht und unschlagbar Corinthians stellt neuen Rekord auf in der brasilianischen Serie A. Und damit würde ich doch mal sagen, beenden wir die heutige Folge. Wir haben leider gegen Juventus Turin mit 4, ja, verloren. Mit 3 zu 1. Aber immerhin haben wir ein Tor erzielt. Und dann würde ich doch mal sagen, die Vorbereitung ist jetzt ungefähr in der Mitte. Gucken wir mal auf den Zeitplan kurz noch. Sehen's hier? Haben das Spiel gegen PSV, dann haben wir fast 3, 4 Wochen Pause. Dann kommen die Playoffs zur Europa League und dann geht's erst in der Bundesliga los. Also haben noch ein kleines Programm vor uns. Freundschaftsspiele arrangieren, das mache ich dann noch in der nächsten Folge. Also, das ist das Programm für das nächste Mal. Ich werde dann mich noch ein bisschen schlauer machen, was das mit